Willkommen zurück zu Alien Trilogy. Ja, ich hab's mal anders ausgesprochen, so wird es eigentlich ausgesprochen, aber ich sag ja immer Alien Trilogy, weil Trilogy ja auf Deutsch wortwörtlich Trilogy heißt. Deswegen sage ich ganz allgemein die deutsche Version. Ich hab das letzte Mal Level 1 nochmal neu gespielt, plus diesmal komplett 100% und habe dann schon Level 2 begonnen, bin aber leider gestorben. Ich habe aber leider nicht die Funktion gefunden, das Spiel zu laden. Jetzt kurz vor dem Laden, vor dem Laden, genau. Vor der Aufnahme habe ich rein zufällig entdeckt, dass man den Spielstand doch laden kann. Denn ich hatte mich zuerst gefragt, wieso gibt es eine Speicherfunktion, weil man nicht mal das Spiel neu laden kann. Aber es ist der Fall. Und zwar hier unter Speicherkartenoption. Warum ist es unter Option eingestellt? Und dann kann man hier Spiel laden. Was? Wir wollen einfach Level laden. Eigentlich wollte ich bei der Stelle anfangen, wo ich das letzte Mal gestorben bin oder was ich das letzte Mal gemacht habe, aber ich beginne jetzt einfach komplett neu mit der Aufnahme, denn ich wollte euch nur das Ziel noch schnell zeigen. Und ich darf diesmal nicht vergessen, nicht Viereck benutzen. Ich finde es immer sehr schön, man kommt in ein Spiel rein und es wird nicht mal wirklich erklärt, wie was funktioniert. Gut, ich habe zwar im ersten Part nachgeschaut, wie die Optionen sind, aber man denkt gleich daran alles danach. Man sollte schon einfügen im Spiel, wie alles funktioniert. So. Alter, er hat mich fast gekillt. Ich brauche erstmal eine Heilung, bevor ich da reingehe. Andernfalls, ich krieg ja nur mindestens einen Schaden, wa? Nein, sogar mehr! Nein! Ich will eine Heilung haben und nicht Munition. Ein Treffer von irgendwas und ich bin down. Ja, eigentlich mal eine bessere Heilung. Ohne Witz, der erste Alien Xenonorph halt, besser gesagt. Och man, komm schon, ey. Der hat mir echt sehr viel Schaden zugerichtet zu Beginn. Und so wollte ich nicht beginnen. Ja. Bevor ich natürlich alles wieder öffne, gehe ich alles links herum. Bleib doch nicht hängen, Alter! Das ist auch immer eine Sache, die ich total hasse. Dass er unnötig hängen bleibt. Ist der auch bei der Geburt hängen geblieben, oder was? Ach, und jetzt habe ich mich schon wieder vergessen zu informieren, wann Release und so da war. Ich habe schon alles so schön geöffnet und wollte noch alles dann aufschreiben und so alles, aber jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Ich hasse es, wenn das System sich aufhängt.
Das Problem ist, es wird manchmal sogar mit übernommen. So, hier brauchst du Sprengladung, oder? Habe ich jetzt so ein Ding eingesammelt oder nicht? Natürlich nicht. Wo waren das jetzt denn nochmal alles? Ach ja, jetzt muss ich da unten reingehen. Und wie benutze ich heute nur die Schrotflinte? Hallo? Boah. Das war gerade ein Panikschuss. Gerade ausgerechnet jetzt die Sonne scheint, auch wenn die Gardine davor ist, es blendet trotzdem. Oh ja, komm, Alter! Kann es sein, dass es diesmal mehr sind als das letzte Mal? Ach komm. Ich drücke mal automatisch noch einmal. So. Ich wechsle jetzt erstmal kurz auf die Handfeuerwaffe. Dass der Weg noch weiter versperrt ist. Mann, muss man wirklich erst so hingehen, damit es funktioniert? Stirb! Wäre besser aufgehoben mit Heilung. Oh Sonne, hau bitte ab, du blendest mich gerade. Dann habe ich die nicht schon aktiviert. Oh, Alter, die Sonne. Oder einfach das Licht, besser gesagt. Es blendet. Das ist abartig.
Ich hasse das, wenn er hängen bleibt. Es war mir klar, dass ich da nicht sicher durchkomme. Aber ohne Witz, ich hab doch auf Mitte eingestellt. Wieso gibt es diesmal mehr Untote? Bleib da mal nicht hängen! Ja, Junge! Alter, bist du lebensmüde oder was? Ohne Witz, die Steuerung ist manchmal echt wie ein Arsch. Ich drücke manchmal nur ganz leicht und der geht schon hier so scharf in die Kurve. Ja, ein bisschen mehr Heilung bitte, danke. Und nicht so ein Schrott. Wow, toll. So. Mann, hier! Lauf! Du bist eben fast tot, nicht ich. Na, endlich mal eine ordentliche Heilung. Zwar nicht viele, aber wenigstens ordentlich. Und nicht immer so billig wie das gerade. Wow, zwei. Muss ich da die Sprengladung ansetzen? Ich weiß es nicht. Brüchige Wände aufzusprengen. Aber was wurde genau damit gemeint? Welche brüchige Wände? Ich habe bis jetzt noch nicht sowas gesehen. Aber vielleicht bin ich einfach nur wieder blind. Was ist hier? Der ist aus irgendeinem Grund noch zu. Vielleicht wurde der damit gemeint. Oder vielleicht das hier. Ja. Ha. Nice! Alles ist gut, mir! Und es war mir schon klar, dass schon so eine Überraschung kommt. Es war schon offensichtlich. Aber wo ist jetzt genau das Ziel? Vielleicht da unten, links, rechts? Die
Karte ist auch schon ein bisschen verwirrend. Also muss ich jetzt hier lang gehen? Nein. Achso, das war diese Stelle. Nein, das war nicht das. Ja, sorry, ich muss hier öfters gucken halt. Möchte schon gucken, dass ich hier richtig gehe, aber ich glaube, hier war ich schon. Doch nicht. Junge! Ich hab voller... Seit wann habe ich eine volle Lebenspunkteanzahl? Ach, man kann die zerstören? Eigentlich wollte ich die Handfeuerwaffe haben. Man kann doch im Plus gehen? Mit Arzneimittel? Mittel? Ja, und wieso sammelt der den hier nicht auf? Okay. Dann weiß ich Bescheid, die Kisten kann man hier alle zerstören. Oder zumindest die blauenartigen. Wo bin ich? Ach, ich bin hier. Übrigens, ich weiß, wie man erkennen kann mit Sprengladungen. Und zwar stehen sie, sind sie unter der, sag schon, unter der Lebenspunkteanzahl. Da steht ja Ladung 002. Das heißt, ich habe noch zwei Sprengladungen. Aber ich weiß nicht. So komme ich durch? Ohne Schaden zu nehmen? Ey, ohne Witz, ich möchte echt eine Taschenlampe haben. Wann kommst du eigentlich ins Spiel? Wo kommt der denn her? Junge, was machst du auch da? Du setzt ja nicht... Von hier kam ich, wa? Ach, hier ist das Ziel. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass noch irgendwo noch was ist. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, auch nur das Einzige. Andernfalls da bei diesem großen Tunnel da, da sind irgendwie noch zwei so eine Teile da. Also ein bisschen da drüber. Und wenn, ich gehe jetzt durch. Ich glaube, ich habe nicht diesmal nicht die 100%, oder? Nee. Okay, irgendwo war noch ein Alien oder mehrere. Ich denke mal, irgendwo noch in Kisten. Gut. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Wenigstens lief heute etwas besser.
Bisschen besser. Und ich bin froh, dass man doch den Spielstand laden kann. Da muss es nicht immer wieder von vorne machen oder immer wieder ein Passwort eingeben. Ja, speichert es jetzt auch mal oder nicht? Dankeschön. So. Ja, und dann geht es das nächste Mal weiter in Level 3. Und ich hoffe, ich denke diesmal daran, mich zu informieren, wann Release-Tag ist und auf welcher alle Plattform es erschien und so weiter. Damit ich ein bisschen mehr halt von diesem Spiel erzählen kann. Andernfalls steht es ja auch in der Videobeschreibung ein bisschen. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss.